Heute sprechen wir darüber, ob Noten wirklich lehrerabhängig sind. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabitur steht. In der letzten Zeit höre ich immer wieder von vor allem Leuten, die noch keine richtigen Abiturathleten sind und neu auf unseren Kanal kommen, immer wieder diese Sache mit: Oh, aber Noten sind doch komplett lehrerabhängig. Und das möchte ich heute einfach mal zur Diskussion freigeben. Sprich, wenn du dazu eine Meinung hast, und das hat sicherlich jeder, bitte in die Kommentare schreiben. Das heißt, das Video soll vor allem einfach auch eine Diskussionsplattform sein. Deswegen haut eure Meinung in die Kommentare. Habt ihr das Gefühl, nee, wenn ich mich richtig anstrenge, kriege ich auch immer eine Top-Note? Oder habt ihr das Gefühl, es ist fast egal, was ich mache, ich kriege eh die Note, wie der Lehrer mich vielleicht von der Sympathie einschätzt? Deswegen teilt eure Erfahrungen, haut das unbedingt in die Kommentare. Ich werde die Diskussion jetzt mal mit drei psychologischen Effekten starten, die nämlich definitiv dafür sprechen, dass die Bewertung nicht 100% objektiv ist. Wir beginnen mal mit dem Effekt, den ihr vielleicht am ehesten kennen könntet, und zwar den Halo-Effekt. Der Halo-Effekt besagt im Prinzip, dass wir, wenn wir bei einer Person eine Eigenschaft kennen, dass wir von dieser Eigenschaft auch auf alle anderen Eigenschaften schließen. Das bedeutet, wenn zum Beispiel jemand einfach gut gekleidet ist, dann geht man automatisch davon aus, dass diese Person tendenziell eher schöner schreibt, schlauer ist, bessere Noten schreibt. Das bedeutet, das ist ja vollkommen klar, dass dieser Fakt ist ja psychologisch bestätigt. Das ist so. Und das kann man auch nicht groß ändern. Sprich, das ist ein ganz klares Indiz dafür, dass natürlich ein Lehrer auch bei seiner Bewertung, gerade bei mündlichen Noten, wie in einem Referat, wie in einer Abfrage, bei einer spontanen Vorstellung, was auch immer, dass der Lehrer da einfach ein bisschen auch das Visuelle mit einfließen lässt oder auch andere Erfahrungen, die er hat. Es kann auch nur sein, dass du einen Vertretungslehrer hast und der Vertretungslehrer, warum auch immer, dir eine Note geben sollte, wenn er natürlich von anderen Lehrern auch schon was von dir gehört hatte, kann das Ganze natürlich auch beeinflussen. Das heißt, da gilt jetzt wie auch bei allen weiteren Effekten, die ich jetzt noch vorstellen werde, das ganz Entscheidende ist nicht zu sagen, oh, warum ist es so unfair, dass es diesen Effekt gibt. Wir Menschen sind halt von unserer Psychologie abhängig, so ist es nun mal. Es geht jetzt darum, dass du verstehst, wie funktioniert dieser Effekt, habe ich ja gerade erklärt, und dass du dich jetzt eben dementsprechend vielleicht verhältst, kleidest und das mehr zu deinem Vorteil nutzt. Es geht nicht darum, sich zu verstellen oder zu schleimen, aber sich einfach dem bewusst zu sein und mit anstatt gegen diesen Effekt zu arbeiten. Zweitens, der Pygmalion-Effekt. Ich hoffe, ich habe das ausgesprochen. In meiner Vorlesung war das nur schriftlich hingeschrieben. Aber was dieser Effekt besagt, ist, dass Leute, von denen erwartet wird, dass sie besser sind, auch gleichzeitig besser behandelt werden, wodurch sie wieder noch besser werden. Bestes Beispiel ist vielleicht zum Beispiel, wenn du dir wirklich überlegst, in so einem Fußballverein. Mit 6 Jahren sind vielleicht manche schon ein bisschen besser, ein bisschen schlechter, aber das hat noch nicht wirklich mit harter Arbeit oder Talent was zu tun. Es ist einfach mehr zufällig, wer gerade vielleicht ein paar Mal öfter mit seinem Vater im Garten gekickt hat. Jetzt ist es aber natürlich so, dass da schon im allerersten Jahr vielleicht der Trainer mehr auf die Spieler setzt, die einfach einen Ticken besser sind, auch wenn es komplett zufällig war. Dadurch, dass diese Leute mehr spielen, haben sie mehr Spielpraxis, werden vielleicht vom Lehrer oder vom Trainer auch bevorzugt behandelt, sprich, werden besser, noch besser, obwohl sie schon besser sind, wodurch sie dann später vielleicht zu Leistungsstützpunkten noch bessere Betreuung bekommen und schlussendlich diejenigen werden, die vielleicht Bundesliga, Champions League, was weiß ich, spielen und die anderen, obwohl die vielleicht genau die gleichen Möglichkeiten gehabt hatten, nur am Anfang zufällig ein bisschen schlechter performt haben, die wurden einfach ein bisschen weniger beachtet. Und genau das gleiche Szenario finden wir eben auch in der Schule. Das bedeutet, Lehrer, die von einem Schüler denken, hey, der ist richtig gut, wenn der vielleicht, nachdem er aufgerufen wurde, bei der Frage noch ein bisschen länger nachdenkt. Der Lehrer sich aber denkt, ah ja, der weiß ja schon, er muss jetzt bloß kurz nochmal seinen Kopf ordnen, wartet vielleicht 1, 2, 3 Sekunden länger, bis er eine neue Person aufruft, wodurch der bessere Schüler auch viel bessere Möglichkeiten hat, überhaupt die Antwort zu geben. Wohingegen ein Schüler, wo man das Gefühl hat, ach, der weiß das eh nicht, ich habe ihn jetzt nur mehr aufgerufen, weil ich das Gefühl hatte, er hat nicht aufgepasst, dann wartet der Lehrer vielleicht nur 2, 3 Sekunden und geht sofort zur nächsten Person, was natürlich eigentlich super unfair ist. Drittens, der Klebereffekt. Der Klebereffekt besagt im Prinzip ganz einfach, dass jemand, der bisher gut war, eigentlich auch gut sein sollte in Zukunft und jemand, der bisher schlecht war, auch in Zukunft schlecht sein sollte. Das kennst du ja vielleicht, dass es einfach super schwierig ist, dass wenn ein Lehrer einmal von dir den Eindruck hat, du gehörst eher zur schlechteren Hälfte der Klasse, dem dann irgendwie zu sagen, dass du dich jetzt auf den Weg machst, klassenbester zu werden. Warum? Natürlich stecken wir jede Person, die wir irgendwie kennen, in eine gewisse Schublade. Wir müssen ja irgendwie mit den ganzen Daten in unserer Umwelt, müssen wir irgendwie klarkommen. Das heißt, wir kategorisieren die ganzen Einflüsse. Und deine Performance, wie du aussiehst, was für einen Eindruck der Lehrer von dir hat, das sind ja alles Einflüsse auf ihn. Das bedeutet, er muss das irgendwie kategorisieren. Er sagt halt, okay, Klassenbester, die letzte Bank macht immer nur Schmarrn und so weiter.
Und wenn du einmal in so einem einfach nicht ganz vorteilhaften Paket steckst, in so einer Schublade drin, ist es super schwierig, da rauszukommen. Jetzt kann man sich auch dabei sagen, oh, ist das nicht so unfair und sollte Lehrer nicht jeden Tag jedem Schüler wieder die Möglichkeit geben, sich neu zu beweisen? Grundsätzlich schon, aber du merkst auch selbst, dass du es auch bei anderen Menschen, auch bei deinen Mitschülern nicht machst. Warum? Es wäre einfach super anstrengend, natürlich auch total dumm, die Vergangenheit die ganze Zeit zu ignorieren, weil sie besagt ja oft und meistens viel über die Zukunft. Deswegen, viel, viel wichtiger, versuch einfach von Anfang an gut dabei zu sein, dass du den Klebereffekt eben anstatt gegen dich, für dich wirken lässt. Weil ich habe das super oft gemerkt. Ich meine, jeder hat mal einen schlechten Tag. Aber dadurch, dass ich bei den meisten Lehrern einfach von vornherein in jedem Fach richtig gut mit am Start war, haben die es mir auch mal verziehen, wenn ich mal eine schlechte Woche hatte, einen schlechten Tag, vielleicht sogar mal einen schlechten Monat. Und dann waren die vielleicht so, hey, Leo, irgendwie kommt von dir nicht so viel. Aber ich dann gesagt, ah ja, sorry, ich hatte das und das war, ich bin jetzt aber echt wieder am Start. Dann sagen die natürlich, ah, okay, verstehe ich voll und sehen dich auch dann schnell wieder ganz oben, geben dir wieder viel mehr Selbstvertrauen und du kannst schlussendlich auch das wieder zeigen, was du eigentlich kannst. Deswegen zusammenfassend zu meiner Meinung dieses Themas, klar, jede Bewertung ist aufgrund der eben genannten psychologischen Effekte, da gibt es noch viele, viele weitere, ist natürlich menschenabhängig. Es ist nicht so, dass die Lehrer böse sind, es ist einfach nur so, dass jede Entscheidung ist gewissermaßen subjektiv und das kann man nicht ändern. Meiner Meinung nach sollte man sich davon nicht groß beeinflussen lassen. Ich glaube auch nicht, dass es so einen großen Einfluss hat, aber wie gesagt, da schreibt bitte eure Meinung in die Kommentare. Ich werde da auch reinjumpen, mit euch diskutieren und das Ganze ausführlich besprechen, weil es, denke ich, einfach ein super wichtiges Thema ist, allein für die Motivation, auch für die gewissermaßen die Gerechtigkeit allgemein im Schulsystem. Ich denke aber, dass es wirklich so ist, dass man, egal wie stark oder wenig ausgeprägt ist, man sollte sich einfach auf sich fokussieren, das Beste geben, weil das ist die einzige Möglichkeit, wie du das Maximum aus deinen Noten rausholen kannst. Und jetzt auch noch abschließend, wenn du sagst, hey, ganz ehrlich, Leo, bei mir klappt das mit den 15 Punkten nicht oder mein Lehrer ist da super unfair, dann check hier rechts oben nochmal das Video ab, wie dir jeder Lehrer 15 Punkte gibt. Das ist wirklich ein sehr, sehr geiles Video geworden und könnte dir da sehr stark weiterhelfen. Ansonsten, wie gesagt, haut eure Meinungen in die Kommentare, beantwortet auch gerne auf andere Kommentare, die andere geschrieben haben. Diskutiert da einfach, ich werde dabei sein und jetzt denkt dran, ich glaube an dich. Wir bald hören uns im nächsten Video. Dein Leo.